Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der NF-Marsch im LS22 im Logistikprojekt mit mir und dem lieben Osra-TV. Moin. Und dem Fabi. Hallöchen. So, jetzt sind wir. Sollten wir fertig werden? Du hast kein GPS drauf, oder? Doch. Ja, nee. Streubreite ein bisschen kleiner eingestellt Nein. hast. Nein. Ach, Junge. Naja, also, reicht noch nicht mal das, wo haben wir gedacht, Fabi. 30 Ballen. Reicht nicht. Sind mehr. Geil, Leute. Gut. Die Animation haben wir ganz schön großzügig gemacht. Warum? 42 Meter Arbeitsbreite hat er. Ja, und er wirft bis hier hinten in den Graben ja. rein. Ja, ist 42 Meter, aber Kopf hoch. Ja, weil du so nah da dran fährst. Ja, weil ich die GPS dann nicht extra eingestellt habe, da die erste Bar, ne? Ja, ist klar. 26, 27, 28, 29 Ballen werden das nochmal und vom Waldra nochmal 14. Tschüss! Oh. Stopp, Junge! Ach, Mensch, Meier. Wir benötigen auch noch ein Gerät für die Unkrautbekämpfung. Chill, Fabi. Es muss ja nicht gerade die ganze Zeit immer sofort sein, ne? Oh. Ja, nicht verkehrt. Ja, aber. Das brauchst du ja bald. Spritzer oder irgendwas. Ja, richtig. Also, willst du das jetzt dann schon kaufen? Ja, weil wir jetzt gerade Geld haben. Oder? Ist ja, das jetzt falsch? Vor allem haben Stick wieder alles ausgibt. Wegen ein unnötiges Zeug. Naja, also, ich hätte es jetzt eher gesehen in Felder oder so. Ja, also. Ja, können wir da immer noch kaufen. Also, ist ein Spritzer dann im Rest ein Feld. Macht schon Sinn. So. So. Mein Ballen konnte nicht mitgenommen werden. Ist egal, Leute. Scheiße. Drauf. Fabi, dein guter Autodrive-Fahrer ist im Graben. Ist nach runter geboxt. Nein, ich bin doch weit weg von dir. Ja. Warum leckt das eigentlich schon wieder mal? Ja, wenn man was anhebt, dann legt man nur an und macht aber nichts. Keine Ahnung, was da das gerade los ist mit starker Bauer. Irgendwas. Ey, Alter. Irgendwas ist gerade im Pfeffer. Alter! Mhm. Standbild. Ja. Ah! Ja, wie das sehen mit Stangbauer. Ja, weil der Walter hier im Graben hängt. Alter. Das fahr ihn doch selber, so ihr nichts mehr tun. So, Jungs! Endlich fertig mit den Aufträgen! Du bist noch nicht mal angekommen. Der schreit schon fertig. Aber warte mal kurz, Leute. Bevor wir was machen. Hier, bitteschön. So, saubere Sache. Oder werden wir. Ich guck mal, Leute. Kann ich ja immer noch entscheiden. Auf da vorne.
Immer 18.000. Und. Gibt's nicht bei Jenny auf der Altima eine Spurze? Ach, die. Hab ich auch schon gedacht, aber gibt's leider nicht. Schade. So, super. Perfekt. Was darfst du abgeben, Ossi? Na, das so. Hier war dann. Guck mal, dann hätten wir immer noch 100.000, wenn wir die größte Spritze nehmen würden. Ja, genau. 500.000, so. Ich wollte gerade sagen, 100.000? Nein, 500.000. Dann hätten wir 36 Meter Arbeitsbreite und 22 km/h Geschwindigkeit und 10.000 Liter Mitnahmevolumen. So, jetzt gucken wir uns mal kurz an. Das Feld kostet 492.000 Euro. Wäre schon geil. So was zu kaufen, die Dammern oder was? Ja, diese großen Zweiachs-Dammern. Riesig. Ja, also das würde sich reinpassen. Das Feld, wo sehr groß ist, neben unserem Hof, kostet, wo sehr groß ist neben unserem Hof. Ja, das ist, kostet 492.000. Achso. Hier abholen. Also, dann kaufen wir uns doch das Feld, oder? Ja. Jackie steht mal wieder hier mitten im Weg. Alter! Wir haben fast kein Geld mehr. Aber Leute, dafür extrem viel Feldfläche dazu bekommen. Mal gucken, was da drauf ist. Das habe ich natürlich nicht geguckt, oder? Aber ah, erkennt man ein Jackie. Weißkohl ist da drauf. Oh, wow. Hossi, klingt wieder nach einem Abend für uns. Ja, was soll ich sagen? So, Herbizide. Ja. Was ist das? Ja, jetzt warst du nur auf. Achso, ne. Ja, doch, vor der Spieler brauchst du noch auf den Flapper Flebo-Helfung dann. Also. Ja, stimmt, eigentlich macht es gar keinen Sinn, jetzt zu fahren. Nö, macht's auch nicht. Wow, jetzt ist so ein Streifen mit 10 Meter übrig geblieben. Dann kann nichts. Warte mal, kann der das überhaupt, der Schlepper? 6R extra großer Rahmen. Zwillingsbereifung. Ja, und T-Mac ist gerade der einzige, das kann, oder? Wie bitte? Go, das T-Mac ist der einzige, der das kann, oder? Wenn letztens nicht mal geguckt gehabt. Na hier, bei WKT kann ich auch Pflegebereifung. Ja. Das finde ich auch verwirrend. Du musst mittlerweile teilweise zwischen den Marken sogar gucken, weil es bei manchen welche gibt, bei manchen nicht. Ja. Was ich auch cool fänden würde. Okay. Dass du die Marken dann automatisch switchen würde dann. Wenn du bei der einen Marke durch wärst, einfach wieder switch auf die nächste Marke von den Reifen. Das stimmt, ja. Oder dass er alle Breitreifen und so zusammen kategorisiert hat. Mein Gott, hier. Was ist schon wieder für ein Parkservice hier? Mitten in den Weg geknallt, den scheiß Schlepper. Und wo ist er? Wieder nicht anwesend. Ja, abwesend. Warum ist er mal fertig mit der Arbeit? Braucht er eine Pause von 10 Stunden. So. Was? Ja. Ja, genau. Pause vorbei, oder was? Gut. Hammer? Hammer. Hammer. Wie sieht's denn aus?
Müssen warten, dass Ossi fertig wird. Ja, hab ich. Ja. So, Weißkohl brauchen wir. Mal gucken, Leute. Der könnten wir mieten. Oder wir mieten uns. Ach, Fabi. Ach. Nee, es geht nur dieser, Leute. Und natürlich auch gezogene Variante. Das würde vielleicht auch gehen, aber das ist nicht. Ja. Das heißt, aber das kostet uns Geld und Geld haben wir nicht. Das ist nicht klar, das Geld kostet, aber sie nehmen auch Steine an. Hab ich auch gedacht. So, aber, Leute, ich habe ja eine gute Idee. Wir könnten für einen Verlust von 80 Euro Silage verkaufen. Ja, Silage ist ja sowieso egal. Verkaufen, wenn da ist. Deshalb gehe ich jetzt ein bisschen Silage verkaufen. Gut. So, und drunter. Dann verkaufen wir mal einen großen Chippen Silage. Jungs, in dieser Folge geht's aber richtig ab. Will dich darauf hinweisen, bevor du jetzt lädst, erst größer stellen. Und du musst ihn dafür nicht einschalten zum Laden. Nee. Alles gut. Ist schon auf 70.000 Liter eingestellt. Nein! Hallo! Ich hab Gras geladen. ich muss nicht in die zweite Bucht. So, Silage. Und voll machen, bitte. Gut, und wo muss ich die Silage wegbringen? Das ob der Fan wer voll ist. Der geht immer weiter in die Knie hinten, du. Ja, das stört niemand. Gärtnerei. Wo ist denn die Gärtnerei? Ich hab markiert. Ah, die ist nicht weit von uns. Okay, das ist gut. Ah, Mensch, der weiß immer noch nicht, wo die Gärtnerei ist. Ein Hügel und geradeaus. Es gibt schon wieder gut Geld, Leute. Dann können wir uns auch locker. Du musst die Wiese mit Düngen, ne? Mach ich doch. Ja, ihr mich einfach fast ja nicht so braucht, 30% jetzt nur. Ja. Ja gut, theoretisch, wenn du eine teilbereiten Abschaltung hättest, ja sogar noch weniger. Weil du hast ja eben nur eine 10 Meter Bahn gezogen. Also sie braucht der Gerät mit einem anderen Trailer. Wobei sieht so eigentlich auch schon witzig aus. Ja. Eigentlich stören ja auch nur hinten die Warntafeln und unten diese Abdeckung, sonst passt das ja eigentlich. Einfach ein Stück länger ziehen. Sonst so ein typischer Fabi-Movement sein. Nee, doch. Okay, deine Containerverwaltungshalle ist schon offen. Ja, schon klar. Geopend. Oh, sie kriegt so ein Container-Endlager. So ein Giftmülldeponielager. Und Cash in the Tash. Das ist ein guter Winkel, du. Oh. 24.000 Euro kostet der in dem Miete. Ui. Geht doch. Oh, der hat einen guten Winkel, der Junge. Ja, es ist zwar da unten noch keine Laufrollen, sag ich jetzt mal. Ja. Das hab ich mir eben auch schon gedacht. Na, aber da, okay. Dann da diese, gegen die Kante da jetzt geknallt und dann. Vorgenommen. Da hat er irgendwas gegen, der Junge. So. Ich glaube noch ein Stück zurück. Ja. Jetzt ein Stück vor? Ja, macht automatisch. Komm mal einwandfrei. Ja. So läuft die Kiste, du. Wir bauen so einen Containerhaken für. Ah ne, wir haben gar keinen Frontlader. Was ist das jetzt?
nicht schön aus. Ach, abkoppeln und zumachen die Kiste. Mir das besser aus Gefühl. Die letzte Ecke drücken, dann sieht man es nicht. Ja. Ja, da soll sie das auch nicht. So? Ja, genau. Na, ich finde den Container nicht mehr. Lass mal lieber offen. Nee, das andere Tor muss auch zu. Du bist ja, dass das ja unsere Containerhalle ist. Wir müssen wirklich mal so ein Schild machen, Ossis Containerlager. Ja, genau. So. Fühlt er sich hier auch wohl, der Junge. Dann können wir doch jetzt mal mittlerweile spulen. Toll. Jetzt habe ich den Motor laufen lassen. Das ist auch mal ein paar Stunden. Er hat ja mehr als seiner. Was willst du? Ich bin auch Waldrad gefahren zwischenzeitlich. Ja. Ist egal, kannst du das beweisen? Hat mehr als seiner. Ja, und irgendwie meiner. Ha! Aha. So. Gut, was können wir moken? Also, gar nichts, oder? Immer noch nicht. Ja, wir können noch einen Tag spulen. Oh, das war ein Stück zu weit. So. Mal gucken. Was haben wir denn heute für einen Monat? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Wäre vielleicht was zu verkaufen heute auch. März. Ja, verkaufen müssen wir auch noch. Ich hoffe, Fabi hat nicht zu weit gespult. Doch. Januar. Die Zwiebeln haben wir auf jeden Fall, oder? Wo haben wir? Juli. Wir können Wiese mähen. Ja, schon nicht. Hey, Spul vorkommen. Machen wir nicht. Hey. Also, unser Fermenter läuft fast leer. Ja, nur fast. Hat auch 180.000. Ja, ein Tag kann man noch. Es gehen auch noch drei. Ja, brauchen wir aber nicht, weil wir müssen jetzt mal gucken, wann irgendwas reif ist, weil das jetzt auch irgendwann. Weil einen Tag vorher müssen wir spritzen. Ja. Also ich glaube nämlich, heute müssten wir spritzen, ja. Ja, komm. Peggy, komm hier ran. Erst mal in der Pflegebereifung, der Junge. Ich hab keine Pflegebereifung. Los geht's. Kann jetzt ganz Pflegebereifung konfigurieren? Nein, kann ich. Geht bestimmt. Kann ich nicht. So. Kannst du. Kann ich. So, nur wird Techie, wenn wir jetzt fast mal arbeiten. Ganz Tag auch nichts zu schätzen bekommen jetzt. Ja, also es ist ja alles reif. Was wollt ihr denn? Ja, alles reif, gerade war noch nichts reif. Alles jetzt ist alles reif. Ja, könnt ihr nicht, gar nicht mehr spritzen. Geht da nicht mehr? Nee. Alles deine Schuld, Jackie. Ja, ist klar. Du hast gesagt, noch einen Tag vorspülen. Haben wir auf Band. Alter, wenn der hier einpackt, dann ist alles krumm. So, was hiermit? Kohl, auch erntereif. Ja, yeah. Also Kohl, Ernte ran und abgib ihm. Wir machen das so. Irgendjemand von euch ist Abfahrer und jemand ist Drescherfahrer und ich bin Kohlfahrer. So. Ja, was meinen Sie, wer Abfahrer ist? Gut, das sind schon alle auf dem Position. Und ab geht's, Leute! Der Einzige, der noch labert, ist immer Jiggy. So. Ja. Jiggy, ich bin richtig unterwegs. Nein! Er hat den falschen gekauft. Nein, ich hab nicht den falschen gekauft. Bitte sag mir das jetzt nicht. Ohne GPS. Ja, Jiggy, wenn du ohne GPS gekauft hast, musst du damit jetzt arbeiten. Mieten! Ja, kann man nicht konfigurieren. Scheiß doch die Wand an, Alter. Ja. Macht das einfach so. Ich gebe mir die 24 wieder zu, Leute. Ja, ja, jetzt will ich wieder cheaten. Das ist ja nicht Cheating, Alter. Ich will ja noch mehr Geld ausgeben. Ja, das ist Cheating, weil es selber schuld ist. Hallo. Das hat nichts mit Cheating zu tun. So. Nee. So. Ich gebe ja den jetzt gleich wieder zurück, siehst du? Ja. Und? Das hat nichts mit Cheating zu tun. Doch. Ich nicht. Bin ich nicht.
Du kommst dann echt auch 24. Wieder zurück, wenn du... Ja, ich lass sogar 600 Euro rüber. Mhm. Ja. Zeige Linien. Richtung. Abfahrt. Ah, oh, perfekt, Leute. Da kommt der M-Container angeschlossen. Und Abfahrt. Also, sie braucht voll mobile Container, die komplett rollen unten drunter. Was haben wir denn auf dem großen Feld? Hafer, glaube ich, auch, oder? Ich meine, wir haben komplett Hafer, ja. So. Komplettos Hafos. Aber, Jackie. Aber, meine Freunde, wenn ihr das sehen wollt, wenn wir ins Gehöhl fahren sollen, dann unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Die sagen tschüss, zunächst mal. Ciao. Tschüss.